Ja, willkommen zurück zu Rosenkreuz, die nette Freudenstachel für den PC. So, ich habe eigentlich heute nicht allzu viel Zeit aufnehmen, deswegen ist das jetzt eigentlich total nervig, dass ich das jetzt in einem Rutsch machen muss. Ich hoffe ja, dass ich danach wenigstens ein Passwort bekomme, sonst muss ich eben die hier alle nochmal offscreen machen, wenn ich dann die Castle Stages, die dann auf jeden Fall auch noch kommen werden, denke ich mal. Muss ich dann alles nochmal machen dann. Offscreen dann aber. So. Ich würde mal sagen, weil die beiden eher so, ja, die sehe ich so eher so als, die ist sowieso die, die Chefin von Schwarzkreuz und die sehe ich so als Assistentin an. Deswegen machen wir erstmal diese Dienstmädchen hier. Lecht und Trink. Refraxia Stage. Das scheint eine Bibliothek zu sein hier. Okay. Was? Plötzlich Bücher aus dem Boden raus. Moment mal. Machen diese Bilder Schaden? Ah. Kann ich hier töten? Diese Bilder erinnern mich so ein bisschen an Super Castlevania 4. Diese Bücherei-Stage da. Erwachten die auch zum Leben hier, ne? Waren zwar andere Bilder, also ein anderes Motiv, aber trotzdem. Was ist jetzt hier? Geht's weiter nach oben, ne? Ah, ein Energietank. Sehr schön. Okay. Kommen hier keine Bücher nach oben. Ja, das heißt, ich muss zwangsläufig hier den Hund verwenden. Machen wir mal Strudel hier, so. Da komme ich auch ohne Hund nicht hin, ne? Oder hier irgendwie so? Ne. Ach, man kann es auch auf die Spitze treiben, ey. So. Gott, was kommt denn jetzt? Oh nein. Oh nein, ich hasse es, wenn es dunkel ist. Also in Spielen. Und das war jetzt unfair. Den habe ich nicht sehen können. Das war unfair. Das war eine unfaire Stelle. Da konnte man jetzt nicht drauf reagieren noch. Das war blind Gegner, der einfach in der Dunkelheit ist. Und den man dann zu spät sieht und dann schönen Dank aber auch. Ne? Lächerlich, ganz ehrlich, ja. Ist so lächerlich. Warum habe ich da jetzt eben? Oh, jetzt darf ich den Hund. Oh. Das ist doch. Warum muss man hier jetzt den Hund notwendigerweise verwenden? Das ist kein gutes Level-Design, wenn er irgendwann leer ist. Was dann? Und da hat man in der ersten Passage hat man eigentlich gar nicht so die Möglichkeit, braucht auch hier nur einmal, so auf voll zu farmen. Das heißt, hier muss ich erstmal an. Oh, ich hasse die Metals in diesem Spiel. Was ist hier oben? Ist das das Hintergrund, ne, dieses eine da? Was? Ah! Scheiße. Dunkelheit da. Ich sehe überhaupt nichts. Mann, ihr blöden, nervigen Gegner. Diese blöden Gemälde hier. Sterb doch. Oh, man kann es auch übertreiben, ey. Sterb. So, oh, noch einer. Nee, jetzt ist mal gut hier, oder? Oh Gott, oh na. Ja, sag nicht, hier ist nur ein Weg richtig. Tja, muss ich erstmal alle nacheinander ausprobieren. Und mit Dunkelheit. Ein Spike-Wall vor mit Dunkelheit. Ja, ist klar. Ist klar. Morgen heiße ich Jesus. Ja, das ist mies. Da konnte ich nichts gegen machen.
Es kommt jetzt. Was zum Geier ist das denn? Moment mal. Immer wenn die Null erscheint, dann... Oh, wie dämlich ist denn das bitte gemacht? Oh, das ist ja lächerlich as fuck hier. Ne, das überspringe ich. Ich hoffe, das geht auch. Ja. Hier oben. Ach so, es ist sogar ganz gut, dass ich hier oben durchgeflogen bin. Denn konnte ich mir auch diesen Dreck hier ersparen. Da hätte ich auch wieder den Hund haben müssen, oder? So, jetzt bin ich draußen. Was kommt denn hier? Was zum Geier ist das denn für eine Scheiße? Bücher, die... Das ist, denke ich mal, so eine Sache, die ich mit Strudel machen möchte. Und jetzt noch das Gleiche mit Dunkelheit. Ja. Weil ich ja auch nicht drauf... Weil ich das auch wissen konnte im Dunkeln, wenn ein sich automatisch bewegende... eine sich automatisch bewegende Plattform, ne? Da bewegt. Konnte ich es ja auch wissen, dass da... Ja, wie hätte ich das machen sollen? Das mache ich dann auch mit diesem Strudel da. Ah, du Nerven! Und das ist der einzige Gegner, bei dem ich den Hund wieder voll feilen kann, ja. Voll farmen kann. Gerade bei, der ist dann auch noch so weit oben und ja, wunderbar designt, nicht. Also die Schwarzkreuz-Stages enttäuschen mich bisher alle. Also gut, ich habe nur zwei gespielt. Also das ist jetzt die zweite, die ich spiele. Aber bisher ist jede von denen nicht gut designt. Gut, eine gewisse Schwierigkeit muss natürlich sein auch, ist klar, verstehe ich auch, aber es sind viele unfaire Sachen. Wie zum Beispiel hier, wenn man das nicht weiß, dass da ein Metal ist und hier eine Dunkelheit. Wir dürfen hier keine Dunkelheit einbauen. Oder sowas hier. Ja, woher soll man das... Der Geist, er schafft Licht hier, oder? Ja. Hier hat man einen schönen Blind Jump wieder, ne? So. Die brauche ich nicht alle besiegen. Ja, ich würde mal sagen... Also hier habe ich jetzt kein... Das war jetzt hier keine Falle, deswegen... Bleibe ich hier. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine Art Falle ist oder so. Auf jeden Fall... Ach, jetzt kommt der Abfuck wieder. So... Da fliege ich drüber, das ist mir zu dämlich. Und hier, kann ich eigentlich hier drüber fliegen? Nee, ich glaube nicht, ne? Da habe ich hinten, solche... Ja, da hätte ich nicht drüber fliegen können, hier über diese... Passage. Aber geht es denn hier wenigstens? Ich probiere es einfach aus. Oh, geht sogar. So. Was könnte denn eventuell die Schwäche sein jetzt hier? Oh, ich habe 5 Energietanks. Da kann ich ja so einiges ausprobieren. Vielleicht, weil man sich... Vielleicht muss, oh, komm, on, nerv doch nicht rum da jetzt hier, du... Oh, hier hätte ich wahrscheinlich doch nicht besiegen. Okay. Weil das ja auch 2 sind, also... Die verhalten sich wahrscheinlich so wie Gemini Man. Höchstwahrscheinlich.
Ja. Ich bin, wie heißt noch, Rings und ich bin Lechts. Oh Mann. Oder Lechts und Rings. Keine Ahnung, wer ist von den beiden hier jetzt, aber... Das ist schon seltsam. Aha. Und die verhalten sich... Nein, das ist nicht die Waffe. Die verhalten sich tatsächlich wie Gemini Man. Vielleicht das hier? Ist ja noch kein getroffen, ne? Ja. Das hilft auch nichts. Sag nicht wieder hier, das hier. Ne, das half bisher alles nichts. Ja. Versuchen wir mal das hier. Ansonsten muss ich beim nächsten Mal ernst machen. Jetzt ist noch mit diesem Versuch, probiere ich nochmal Waffen aus. Und sonst muss ich ernst machen. Kann es sein, dass ich nur diese einen Schaden machen kann? Also ihr hier? Ne, wird abgestoßen hier. E-Schwert vielleicht? Und auch kein Schaden. So bedingt. Ja, die laden sich wieder auf. Kann das sein? Nee, irgendwie... Den will ich mir nicht... Nee. Ja. Ich muss das dann wohl so machen und zur Not muss ich eben die ganzen Energietanks verwenden dann. Ich habe keine Waffe jetzt hier rausgefunden. Also Wolf... Du kannst mir gerne schreiben, welche Schwäche sie hat, falls sie überhaupt eine Schwäche hat. Kann ja gut sein, dass sie keine Schwäche hat, aber... Aber ich habe jetzt hier keine rausgefunden. Moment mal, wenn ich die eine treffe... Ich muss... Wenn ich die andere treffe, dann... Er ist hier wie bei... Die Duschwaffe. Oh Gott, ich darf nur die eine treffen, ne? Weil sonst lädt sie sich wieder auf, habe ich eben festgestellt. Ja. Nein. Guck mal. Ich weiß nicht, wer ist. Es ist furchtbar. Weil ich achte die ganze Zeit nur auf die Energie, dass ich die richtige... Boah, also tut mir leid, dass ich da still war, aber ich musste mich konzentrieren. Das war ein nerviger Kampf hier. Du hast uns beide besiegt. Das ist ja blöd, dass die eine, wenn ich die eine treffe, verlieren die Energie. Aber wenn ich die andere treffe, füllt sie sich wieder auf. Das ist ja übel. Oh, das ist total übel.
Das war jetzt echt ein nerviger Kampf. Naja. Komm, weiter jetzt hier im Text. Verdammt nochmal. Ist auch nur verschwunden, also nicht richtig besiegt. Na, haben wir noch Zeit für die nächste Stage hier in diesem Part. Für sie hier, für Schirach Fühler. Oh, hier haben wir einen riesen Hammer hier. Okay, das ist eine Wüstenstage. Ah, und diese Bomben aus Mega Man 6 und Mega Man 7. Und die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Gibt es die irgendwie als Custom Music in irgendeinem Spiel oder sowas? Also in irgendeinem Custom Game? Wow! Und nicht wie das Bike. Ja. Nicht wie das Bike voll, wollte ich sagen. Das ist sowieso hier das letzte Leben gewesen. Deswegen, komm, mach hinne jetzt hier. Game over, wir wissen's. Wir haben hier kaum was von der Stage gesehen hier. Böp, egal, ne? Wenn ich jetzt hier rechts gehe, habe ich ja eben gesehen. Oh, scheiße, ich hätte warten sollen. Da hat man noch mehr, da. Ach so, ich kann hier stehen. So. Geh trotzdem hier runter. Spikefall! Oh, schon. Wieder ein Spikefall hier, oder was? So. Wüstenstage hier. Oh, scheiße. Zwischenboss. Gar nicht erreichen. Was? Hä? Ach, der ist im Hintergrund, oder was? Oh! Ah, ich muss immer springen, wenn er aufstampft, wa? Ah, so. Ah, die gibt's auch im Mega Man 6, diese Gegner da von denen. Hier, lieber hier oben entlang. Ich warte. Hier muss ich ganz vorsichtig sein. Immer warten, bis der aufgestampft hat. So. Ach, hier diese Raketen aus Mega Man 5 oder was. Ich schieße sie lieber nicht an, nicht, dass sie sich aufspalten. Ich bin. Hab doch den Sprungknopf gedrückt! Was zum Geier, verdammt nochmal! Was hab ich denn da getroffen, bitte? Eine Scheiße. Energietank hier. Ach, jetzt kommt er auch noch. Moment mal. Ah. Das ist doch der, ja, eine Referenz auf dem, ja, auf jeden Fall auf dem hier Cossack, nee, das war nicht in der Cossack Stage, sondern in der ersten Wily Stage. Okay. Das ist übel. Das ist übel. Da lohnt es sich gar nicht, diesen Freudenzwinger zu nehmen hier. Weil er ja immer wieder abtaucht. Oh, wie nervig das ist hier. Mach hin, Ella, jetzt. Das ist aber eine interessante Idee. Also bisher gefällt mir diese Stage hier am meisten von denen. Also gut, ich habe sie hier noch nicht mal ganz gesehen. Vielleicht kommt da auch wieder so eine Scheiße. Ja, die spalten sich tatsächlich auf diese Raketen. Muss oben entlang, habe ich eben gesehen. Weil da unten. Oh, meine Güte. Ja, genau. Ich habe auch gar nicht irgendwie was gedrückt. Ich drücke nie irgendwie was. Ist ja alles automatisch. So, jetzt kommt er. Jetzt muss ich ihn besiegen hier. Das war nur überraschend eben. Er ist genauso scheiße wie in
Mega Man 4. Kann man auch nicht No-Hit schaffen. Weil... Man kann nichts machen. Aber wie fällt der denn noch aus hier? Boah, ich hoffe, dass der Restart-Point hier... Habe ich noch ein Leben, ja. Jetzt muss ich hier gut durchkommen. Was zum Geier ist das? Was zum Geier? Oh, die hat mich zerquetscht bestimmt, ne? Scheiße! Das ist das für ein Dreck? Für ein Dreck? Okay, jetzt wird die Stage doch kacke. Da kann ich nichts gegen machen, gegen diese Geschosse hier. Und dann immer... Oh, Strudel, wo bist du? Die man braucht hier. Hier, ne? Ja, natürlich! Woher soll man das denn wissen, bitte? Ist das so schlecht designt, ey? Ja, ich sag ja, schlechtes Level-Design. Everywhere hier. Ne? Wie hab ich mir das gedacht? Oh nee. Sag nicht. Oh, ihr seid doch geistesgestört. Sag nicht, den hätte ich jetzt als Plattform gebraucht. Okay. Woher soll man das denn wissen? Wie wieder? Na! Oh, sag nicht, ich muss den nochmal besiegen. Hier für eine Kacke. Hä, wieso? Oh my goodness. Was zum Geier? Das war mal gut hier. Ja, lass mich da bloß nicht rein. Eieieiei. Vier Energietanks. Das müsste reichen, oder? Ich mit meinem Riesenhammer hier. Der wird ja auch nicht helfen. Doch. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Das ist bestimmt schwierig. Kann ich mir gut vorstellen. Die waren alle bisher irgendwie, weiß ich nicht, so seltsam zu bekämpfen. Das wird bei ihr nicht anders sein. Hä, wieso ist denn Metal gewesen? Lass mal gucken. Oh, die bewegt sich bestimmt her, ne? Was könnte ich hier...
dir wohl helfen. Esskristall? Och, aber war schätzhafterweise. Das hilft sogar. Gut, ich habe hier schon ordentlich was abgezogen hier. Das ist die Waffe sogar. Ich habe einfach mal so gedacht, ja, ich mache einfach mal jetzt. Und das ist tatsächlich die Waffe. Fasse ich hier nicht. Den Rest muss ich so machen, ne? Ja, nur Energietanks, keine Waffentanks. Junge. Betreib noch mehr! Was? Wieso kann ich mich nicht WTF! Die dreht ja tot. Und ich kann sie nicht immer treffen. Boah, ich muss hier noch einen. Ich stelle mich hier an. Das ist unfassbar. Weil ich. Diese Angriffsmuster sind irgendwie seltsam. Oh, Scheiße. Schieß mich wieder weg. Und das macht ordentlich Schaden. Du Drecksnutte! Dreckiges Mistspiel. Ich hab echt nicht gedacht, dass das Spiel so rotz-scheiße ist. Ganz ehrlich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.